entscheidend. Und ja, Petra Vlhová, die hat die letzten beiden Riesenslaloms hier auf diesem Berg gewonnen. Vor einem Jahr letzter Weltcupsieg von ihr in dieser Disziplin und 2019 wurde sie hier Weltmeisterin. Und mit ihrer Fahrt nimmt uns Stefan jetzt mit auf den ersten Lauf. Also eher ein flacher Start, gut rauspushen und nachher sofort den Rhythmus aufnehmen. Es ist ein schöner, ein rhythmischer Kurs. Das Gelände ist allgemein mittelsteil, hat aber einen Steilhang drinnen. Da wichtig den Fluss finden. Und man hört, die Piste ist wirklich knackig, eischig. Und dann hat es die Übergänge, das hat man jetzt hier gesehen, das ist ein blindes Tor, das nachher kommt. Das ist wichtig, dass man einen guten Plan hat. Sie hat ein bisschen nachkorrigieren. Und da auch, das Gelände ist nicht allzu steil, aber es ist anspruchsvoll, weil es überall Wellen hat. Und dann hat es abhältige Tore, da muss man wirklich immer präzise fahren. Dann haben wir den Zielhang, da kann man es noch so wichtig lassen, die Schwung ausziehen. Ja, ein engagierter erster Lauf von Petz. Zwei Tage hat sie hier trainiert, nach den Rennen in Kvitfjell. Ja, und was sicher wichtig jetzt war heute, dass sie die Abstimmung findet auf dem Schnee. Weil so einen aggressiven Schnee mit diesen Temperaturen haben wir noch nicht gehabt in dieser Saison. Ei! Übergang verpasst, Lara Guperami draußen. Ei, 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 ei. Ja, da musst du wirklich gut mit diesem Gelände gehen. Da kannst du nicht einfach rausschissen. Nein, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Damit sind natürlich die Chancen für Michaela Schifrin um ja, ein Vielfaches gestiegen, die Kugel bereits heute nach Hause zu fahren. Sie steigert in diesem Winter. Nach einem kurzen Durchhänger ist sie zurück auf dem Podest. Jetzt zum Schluss kommen. Ihr solltet die Welle nicht so viel Probleme machen, weil sie ist eine der besten Super-G-Fahrerinnen. Da muss man das Gelände immer gut lesen. Näher dran an Vlhová als zuvor Guperami. Und Übergang, ja, ginge besser. Ja, da musst du wirklich einen guten Plan haben, wie die Welle angehst und das abhältig. Aber jetzt da ist sie drin. Nächster Übergang. Ein bisschen sauberer verwischt als Petra Vlhová. Auch hier enger durchgekommen bei dieser da Banane. Trotzdem eine halbe Sekunde Rückstand. Einfach Zielhang. Gut, ach, da kehrt man es. Es ist, im Startbereich ist es eher aggressiv. Und gegen Zielhang vermittelt weg wird es eischig. Auch sie eine starke Riesenslalom-Saison gezeigt. In drei der letzten vier Rennen auf dem Podest. Ja, der aggressive Teil sollte ihr eigentlich passen. Ja, ist da der B. Ah, super gemeistert. Und man sieht wieder Carvin Quinn. Fährt alles auf Zug, alles geschnitten, kein Rutscherli drin. Hier kann man beobachten, es sind ganz, ganz feine Stangenberehrungen. Ja, der zweite Übergang hat sie etwas verpasst. Wie viel von ihrem Vorsprung büßt sie deshalb ein? Wenn sie jetzt hier unten wieder auf Zug kommt. Nein, sie baut noch einmal aus. Also das ist eine ganz starke Leistung von Federica Brignone in diesem ersten Lauf. Super, wie sie da zieht. Oh hey, probiert er noch den einen oder anderen Meter gut zu machen. Wow. Jawohl. Federitztag. Passino dann sofort zurückgereist. Aus Kvitfjell diese Rennen dort nicht bestritten. Jetzt ist sie wieder zurück im Weltcup. Ja, sie ist eine exzellente Technikerin. Sollte da kein Problem haben. Etwas investiert vor diesem Übergang. Oh, wirklich schön auf der Teilerik, die Kurve in die zu sehen. Ja, aber in diesem Mittelteil ist die Federica Brignone bestechend gut gefahren.
wieder das Übergängli. Er wirkt nicht ganz gelöst, Marta Bassino. Nein. Marta Bassino! Hat ja auch nicht so viele Schneetage jetzt gehabt dazwischen, durch das Schicksal daheim. Ich bin mehr auf diesem Hang gefahren als Sarah Hector. Der Trumpf setzt sich ausspielen. Speziell, du kennst natürlich nachher jede Welle auf diesem ganzen Hang. Aber gut losgelassen. Aber jetzt kommen wir in den Teil, wo Frederica Brignone super ist gefahren. Aber sie auf Schnitt bis jetzt. Und auch den Übergang perfekt erwischt. Sucht die Position. Sehr dynamisch. Die Winkel, wo die fährt. Becki fast im Schnee. Natürlich auch die Unterlage, die liebt Sarah Hector. Kompakt, auch auf Zug geblieben. Super. Sieht man da auf der Seite die schönen Körperknick, wo sie fährt. Mit Knie und Hüft. Fast im Schnee. Kopf an Kopf Rennen zwischen Brignone und Hector. Zielhang muss entscheiden in diesem ersten Lauf. Letzte Position. Nahe an den Toren dran. 900. Es bleibt bei dieser Differenz. Noch bleibt, ist die Riesenslalomkugel. Es wäre die zweite in ihrer Karriere. Los geht's für Michaela Schifrin. Für sie war es natürlich super cool, die Kugel und der Weltmeistertitel im Riesen in der gleichen Saison zu gewinnen. Und bei ihr sehen wir gleich wie bei Hector die super Winkel, die sie fährt. Gewohnt, guter, schneller Start von Schifrin. Ja, da super. Es gibt ja nicht. Eine halbe Sekunde und Brignone und Hector, die haben wirklich gute Leistungen, sehr gute Leistungen gezeigt. Ja, die ist auf einer Mission, Michaela. Nein, das ist ja Wahnsinn. Eigene Liga von Michaela Schifrin. Wahnsinnsfahrt. Da legt sie den Grundstein für so manchen Rekord. Eine Sekunde, über eine Sekunde Vorsprung von Michaela Schifrin. Boah! Ja, da liefert sie sehr viele Argumente für all diese Rekorde. Unglaublich. Ja, und jetzt hat sie sich auch wirklich eine super Ausgangslage geschaffen. Ah, da ist das Bild da. Aber sie kommt sofort, auch wenn sie ein bisschen hin ist, kommt sie mit dem Becken wieder zentral über den Ski. Der Lauf war am Limit im Gleichgewicht. Und man ist fast nicht nervös geworden, wenn man jetzt so schaut. Also so ruhig. Ja, gewohnt im Schifrin-Stil, alles unter Kontrolle und trotzdem lässt sie die Skis dermaßen gehen. Also nach dieser Demonstration jetzt Thea Stjernesund. Die besten 7 der Weltrangliste sind unten. Jetzt Stjernesund, das wissen wir, die fährt noch nicht ganz immer die Resultate so gut, wie sie wird Skifahren. Ist ganz eine gute Technikerin. Ja, während der Saison hat Head Coach Tim Gfeller mal gesagt, die fährt für ihn so gut, dass sie eigentlich in die Top 5 gehört. Ja, und zeigt das oft im Training. Und dann kann sie nicht alles ins Rennen verschieben und umsetzen. Diese Saison ist der 8. Platz an der WM ihr bestes Resultat. Und lassen Sie sich nicht täuschen, ob dieses Rückstandes eine Sekunde, das ist immer noch zwischen Rang 4. Also Schifrin hat da alle in Grund und Boden gefahren. Da ist sie ganz knapp nur hinter Hector und Brignone zurück. Also alle noch nicht sicher nächste Saison. So, jetzt für Sie sicher voller Fokus auf die Aufgabe, die jetzt vorne steigt. So, der oben gut loslassen. Dann haben wir jetzt gesehen, da der erste Übergang. Den will man präzise verwitschen. Gut richtig machen. Schön auf der Linie. Viel Routine unterwegs hier, wenn Tessa Vogle auf dem Berg ist. Ja, kleiner Verdreier Oberkörper gewesen. Hat sich aber wieder ausgerichtet. Der zweite Übergang mit dem Blindentor. Okay, kein Problem gewesen.
Ja, man sieht da nicht grosse Fehler, aber das ist auch, kann auch mit der Abstimmung zusammenhängen. Man fährt oben gut, aber wenn man zu aggressiv abgestimmt ist auf dem Schnee, dann verliert man auf der ganzen Fahrt Zehntel bis über eine Sekunde nachher. Ich wollte dich gerade fragen, weil... Das Mindset so machen, dass ich sagen kann, ich darf das Rennen gewinnen. Anna Buzik, Slowenin, ich habe es angetönt, die hat sich enorm gesteigert im Verlauf dieser Saison. Vor einem Jahr war sie noch auf Platz 23 der Riesenslalomwertung und jetzt ist sie auf Platz 13, also drin in den Top 15. Und das war ihr erklärtes Saisonziel in dieser Disziplin. Ja, sie ist schon eine grosse Athletin, endlich bei Petra Vylova. Hat also, ja, muss immer schauen mit der Länge bei, dass der Aussenski unter dem Körper bleibt. Dafür hat man gute Vorteile, nachher mit dem Glenn zu arbeiten. Einen guten Federweg für die Wellen zu schlitten, Schneekontakt zu behalten. Sie sind beide 1,80 groß, Vylova und auch Buzik. Da waren jetzt gewisse Unsauberkeiten zu erkennen, was auch den Rückstand etwas erklärt. Fast zwei WM-Slaloms, hat drei Platten drin in der Hand und jetzt fährt sie hier wieder Weltcuprennen. Kann man fast sagen, der Iron Lady mit den Metallplatten, die sie da drin hat. Schon in der letzten Saison hat sie sich ja die Hand gebrochen. Sie ist auch Draufgängerin und sie hat sich nicht wie die meisten hier in Uri vorbereitet, sondern sie war noch in Andorra und hat dort auf dem Hang, wo der Final wird sein nächste Woche, hat sich dort vorbereitet. Ah, Probleme für Molzen. Und da, ei, vertreibt im Oberkörper. Durch das Linie verloren. Und es ist die linke Hand, die geschwächt ist, die operiert wurde. Natürlich habe sie immer noch Schmerzen. Also diesen Hang, den mag sie. Die routinierte Athletin auch bereits 31-jährig. Ja, da auch. Reintriftet über die Welle, ist auch eine Lesung, aber nicht die schnellste. War etwas zu früh dran danach, ja. Oder? Gar darum hat sie müssen verzögern. Zu viel investiert. Der Übergang auch da kommt sie weit raus. Macht mehr weg. Ja, das ist... muss wirklich den richtigen Schlüssel finden, für den Lauf zu bewältigen. Ja, von den Athletinnen nach den Top 7 der Weltrangliste mit Abstand am besten. Auf jeden Fall. Ebenfalls eine starke Athletin ist Alice Robinson. Und sie hat wieder einmal bewiesen, dass sie auch auf die Zähne beißen kann. So richtig heftig abgeflogen im Super-G in Quitfjell, in den A-Netzen gelandet dort. Und ja... sei schon angeschlagen, aber sie beiße eben auf die Zähne, hat uns Trainer Chris Knight gesagt. Und sie sei voll bereit. Das ist kräftig, eher kleinere Athletin. Sie muss dort wirklich gut vorne sein bei den Wellen. Ja, und sie muss auch ihr Temperament unter Kontrolle haben, das immer das Risiko sucht. Hier super mitgegangen. Mhm. Aber da sind einfach zwei, drei unsaubere Kurven. Max nicht leiden. Für vorne ganz vorne mitzufahren. So, jetzt ist sie wieder drin. Ja. Rang 11 für Alice Robinson. Genau. Tessa Worley ist noch fast am nächsten dran. Dort. Tessa Worley. Schuss, Stjernesund. Auf Platz 5, Stjernesund ja. Auf Platz 4. Petra Vylova Sechste und Marina Goschenica Daniel unterwegs. Erneut große Magenprobleme in Meribel.
Da und jetzt Probleme hier im ersten Lauf. Der Innenski ist so etwas wie ihre Achillesferse. Auch in diesem Winter zweimal auf dem Innenski hängen geblieben und ausgeschieden. Ja, und sie ist schon nicht nur bei voller Kraft, gell? Ja, eben ist wieder besser als bei der Weltmeisterschaft. Mit diesen Magenproblemen konnte lange in dieser Saison kaum Nahrung zu sich nehmen. Das wirkt sich dann aus auf die Trainings, die dann eben mit wenig Kraft in Angriff genommen werden. Umso höher einzuschätzen sind ihre Leistungen in diesem Winter, auch in diesem ersten Lauf. Hey. Marina Goschenica, Daniel fährt unten gleich schnell wie Michaela Schifrin. Top 15 abgeschlossen mit einer der Siegerinnen dieses Winters. Valérie Grenier hat in Kranjska-Gora beide Läufe dominiert und dort ihr allererstes Weltcuprennen gewonnen. Okay, los. Weller, kein Problem. Letzte Dame muss sie schauen, dass sie wirklich die Schwing sauber dirigiert. Auf Schnittfahrt. Ah, da ist sie ein bisschen abgekommen. Das hat jetzt ein bisschen sicher gekostet. Die Bedingungen natürlich weiterhin hervorragend. Und Valérie Grenier zeigt das genau gleich wie zuvor. Fußball. Marina Goschenica, Daniel. Sind das wieder Kranjska-Gora? Läufe von Grenier. Bestzeit, ja oder nein? Ja, zweiter Rang für Valérie Grenier. Kommt da mit Abstand am nächsten Rang an. Sehr schön, wenn die Sonne nicht scheinen würde, aktuell tut sie es hier in Ore, dann habe sie sie drinnen in sich selber, Federica Brignone. Ja, sie sei nicht zufrieden gewesen mit dem ersten Lauf, die Ski mehr gehen lassen, das hätte sie machen sollen, meinte sie. Vor allem sei sie natürlich nicht zufrieden mit der Zeit. 1:04 ihr Rückstand gegenüber einer überragenden Michaela Schifrin. Aber sie hat dann die Bedingungen angesprochen. Und jetzt sehen wir Franziska Gritsch. Entschuldigung, die ist untergegangen bei uns. Die nimmt so diese Welle von Quitfjell, glaube ich, einfach mit. Der läuft so richtig rund aktuell. Ich muss sagen, die Leistung jetzt zeigt euch am Lauf. Aber was wichtig ist, ist das, was Federica Brignone hat erzählt. Es ist wirklich jetzt der ganze Hang der Sonne. Die Bodensicht war vorher nicht schlecht gewesen, aber natürlich mit der Sonne, die jetzt drin ist, sieht man noch mehr, man sieht die Rillen. Und das ist jetzt wichtig für die, die hinten vielleicht fahren, damit sie nach den Skischen können, die Rillen stellen. Wendy Holdener will diese Bedingungen als nächstes ausnutzen. Und natürlich bei ihr der Slalom im Fokus. Aber sie will im Riesen auch zeigen, dass sie es drauf hat. Und das hat sie es durchaus. Einmal Top 10 in diesem Winter. Richtig hochstehen. Damit sie gute Skifährung unten hat. Ja, sauber mitgegangen mit dieser Welle. Nächste Zwischenzeit, das ist Zwischenrang 7 aktuell. Da wird der Ski schön auf Zug behalten. Jetzt durchziehen, Ziel an. Wendy Holdener ist auf Platz 8. Super Ausgangslage für Durchgang 2. Es ist in diesem Bereich relativ eng. Sie setzt sich da knapp vor Tessa Worle und auch Petra Vüllova ist nur 15 Hundertstel hinter Holdener zurück. Das war jetzt gerade ein schöner Schwung, den wir vorher gesehen haben. Hoch inni, hoch raus. Und gut können lesen unter dem Tor. Michelle Gysin. Was zeigt sie heute? In den Trainings, da hat sie uns nicht überzeugt. Hier in Ore waren aber auch ganz andere Bedingungen als aktuell. Schneefall, Schneesturm eigentlich und ganz andere Pistenverhältnisse. Ja, Pistenverhältnisse sind wirklich, das wissen wir, top und sicht auf.
Was halt einfach nicht top ist bei ihr, ist das Vertrauen in sich selber, in ihr Skifahren. Die Resultate in diesem Winter, ja, sie sind sehr durchzogen. Er ist immer der Eintackler und rutscht innen. Und man sieht auch vom einen Schwung zum anderen, die Verbindungen von Schwung zu Schwung sind nicht sauber, sind nicht fließend. Und deshalb kommt eben von Zwischenzeit zu Zwischenzeit nicht nur Hundertstel Sekunden, sondern Zehntel dazu. Zweieinhalb Sekunden Michel Gysin am Ende des Klassementes. Es ist ein Spiegel dieser Saison. Sie wird auch heute um die Teilnahme am zweiten Durchgang zittern müssen. Ja, weil natürlich jetzt, wenn das Licht so bleibt, die Unterlage ist okay, der Widerstand stimmt, dann kann man da wirklich nur mit einem hohen Nummer fahren. Ja, und es hat sehr viele Kandidatinnen hinter den 30, die stark Riesenslalom fahren. Ramona Siebenhofer, auch sie ist ähnlich wie Gysin in diesem Winter auf der Suche nach einer Lösung für den schnellen Schwung. Im Unterschied zur Gysin hat Ramona nichts Material gewechselt. Ja, das sei alles gut, sagt sie. Da passe alles zusammen mit ihrem Ausrüster. Es seien ja Nebengeräusche im österreichischen Team, die sie sehr beeinflussen. Und damit meinen wir natürlich ja, Kritik, die speziell bis zur WM immer auf dem ganzen US-Damen-Team gelegen ist. Lichtblick gab es für sie in Quittfeld mit Rang 5 in der Abfahrt, wo sie sich gerade noch für das Finale in Andorra qualifizieren konnte. Verletzungsgeschichte so richtig durchgestartet, die Ränge 13, 12 und 11. Opa, gut los, klar. Es ist auch eine Draufgängerin, die es schießen lassen kann. Ja, probiert da wirklich die Falllinie zu suchen. Die Spitze geht ab, bis sie sucht das Tempo. Der Rechtsschwung da, der hängend, gut verwitscht. Julia Scheib, Rang 16. Das ist wieder in diesem Bereich, wo sie eben ihre beste Leistung. Sie hat sich im Verlauf dieses Winters stabilisiert, in den 30 drin halten können. Bestes Ergebnis auch bei ihr am Kronplatz, Rang 13. Bei den Schwedinnen, ja, könnte man meinen, es sei ein Rennen mit Heimvorteil. Aber so viel trainieren sie eben hier nicht, weil Åre sehr touristisch ausgerichtet ist. Trainieren die Schwedinnen selten hier. Und sie ist ja ein Luc Galfon, seine Tochter, also hat auch französischen Pass. Ist nicht in Åre aufgewachsen oder so. Stimmt diese Zwischenzeit? Großes Fragezeichen dahinter. Aber auf jeden Fall ist sie schnell unterwegs, Estelle Alfon. Wo sie wirklich steht, sehen wir jetzt im Ziel. Estelle Alfon, Rang 11. Das ist hervorragend. Keine große... Michaela Schifrin, congratulations. A great performance in the first race. First run, what was your first reaction when you came down and you saw the 1 second? Well, it's always like first I try to see where the time is, so I couldn't see it at first. But my run felt very good, very active, aggressive, everything I hoped to feel. But I was quite uncertain in the start gate, so a little bit nervous. I wasn't sure how I would handle the rollers and things like that. So I pushed really hard, and in the middle of the run somewhere, I thought, I think this is
this is really good skiing. So when I got to the finish, it was like, I hope, of course, I hope the time matches my feeling. And it really did. So that was wonderful. So enjoy the moment and all the best for the second round. Thank you. Thank you.